Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem Markacker Handwerker auf der alten Map unterwegs und es gibt so ein tolles Lied von den Fantastischen Vier. Das heißt, jetzt ist sie weg, weg und ich bin wieder allein, allein. Und das passt perfekt zu dieser Runde. Warum? Schaut es euch an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. So, ein Boss und Afto, das kann nur gut werden. Was ich nicht so gerne hätte, wenn wir den Boss jetzt sofort finden. Warst du das? Das war hinter uns. Catfish. Da könnte es auch werden, ne? Sollen wir da hin? Entweder da oder Healing. Dann lass Healing gehen. Catfish Schüsse? Ja, ich glaube, da ist der Boss. Oder Spawnfight halt. Die Würmer von dem Meathead, die sind so ein bisschen wie so Hunde an der Leine. Ich habe eben von hinten geguckt und da kroch was und ich dachte, das wäre ein kleiner Hund. Das ist Boss, das ist safe, Boss. Wobei. Es ist hier. Es ist hier? Ja. Ja, nee, da ist ein Armort. Lass uns gleich in den Keller gehen. Ja. Shit, hier ist nichts zum Trappen. Komm schon! Hier laufen schon welche. Sprenglanze? Ja. Nate? Alter Schwede, die haben aber gut Druck gemacht. Aber waren das beide, die ich gekillt habe? Nee. Keine Ahnung. Hier liegt ein Toter. Schlägt irgendwas? Neue? Haben wir Feuer? Nee. Aber ich habe ein Haifass. Glas meine ich natürlich. Oh, was ist denn hier los? Oh, krass! Habe ich jetzt davon? Ne, ich dachte. Ich stelle mal ein paar Heufallen hier unten drunter. Ja, pass auf, ne, hier liegen vier Stück. Der liegt immer noch hier. Ah, die liegen beide hier. Okay.
Der eine brennt halt. Ja, das brennt. Ich habe noch eine Stolperfalle bekommen. Hier ist, glaube ich, wer. Ja. Der hat einen Headshot gekriegt und lebt noch. Wie geht das denn? Wow, ich habe nur den Kopf gesehen. Ich leg mir mal eine Kiste. Ja, der ist auch nicht umgefallen. Das ist heftig. Wo war die? Irgendwo hier. Ah, ich dachte auf dich. Nee, nee. Jetzt keinen Löschzweck mehr, leider. Nicht noch ein. Ach du Scheiße. Was? Ich glaube, drei Duos sind über uns. Mhm. Naja, ein Boss halt, ne? Eins direkt über uns in der Kirche und zwei so außerhalb. Hinten gestorben. Boah, sind hier unten Soundbugs. Wollen wir hoch in die Kirche? Ja, die sind alle so da hinten in dem Bereich. Einer ist oben im Turm und die anderen sind alle draußen. Hm. No, die stehen beide da vorne, nicht dahin. Willis hat Hit. Hat Hit, kommt runter! Glaube ich, hier direkt im Eck. Ja. Hat sich schon geheilt? Nee, ne? Ja, jetzt gerade. Zweimal. Sein Kumpel habe ich. Der piekt da die ganze Zeit. Schön, Marc. Das war ziemlich gut. Mir fast noch auf den Kopf gesprungen, die Alte.
eine Martini für Muni. Flash? Ne, Quatsch, keine Flash. Oh, nein! Meine Auto ist weg. Die ist im Boden gebackt. Hier ist die Martini. Ja. Ich hab... Ja, die ist weg. Ich kotze. Nein, nein! Ich hab die Offizier! Ich mach das nicht mehr. Viele haben mich gefragt, warum ich das nicht so oft mache. Eigentlich mache ich das ja immer, aber ich will es nicht machen, weil ich genau Angst vor sowas habe. Ja, und das war ja letztens schon mal so. Ja, diese weg, die Auto. Das liegt nur da. Durchgefallen? Centennial. Was? Nee, durchgefallen ist er auch nicht. Nee, hab ich schon geguckt. Die sind beide da auf Osten. Ach man. Mann, jetzt sollen sie kommen, jetzt bin ich richtig böse. Hä, der ist oben! Der klettert den Turm hoch? Ja, ja. Ich hab keine Muni drin, ich hab vergessen, dass ich keine Afto hab. Bin ich ein Ochse. Der wäre sowas von tot gewesen mit Afto. Ja, einer oben im Turm und der andere ist hier hinten bei dem Aufgang, bei dem einen. Gesehen. Ich habe halt nichts mehr für den Nahkampf jetzt. Der hat auf jeden Fall eine Pumpe. Ja. Mann. Ja, keine Afto mehr da. Flash? Flash? Ich bin flashed. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Alles gut, der kam nicht. Hier ist meine Munikiste, falls du... Pff, nee, ich brauch nix. Ach, ist das belastend mit der Afto. Ja. Was? Oh, wo ist er denn? Außen. Oben, oben, oben in dem Loch ist er. Ja, ja. Und der andere ist außen. Flash. Was für eine. Pusht er dich? Nee, nein. Nein. Glaube ich wieder raus. Mhm.
keine Heilung mehr. Keine, soll ich dich heilen? Nee, nee, ich bin noch voll, aber jetzt bin ich halt komplett leer. Mann, ich treffe nichts. Der eine ist, glaube ich, sogar unten schon drin mit der Pumpe. Ich gucke. Nee, der steht noch davor, glaube ich. Nee. Doch, der ist drin. Ich würde gerne den einen mit Nichtpumpe pushen. Der hat halt Officer Carbine, ne? Also der schießt halt auch ziemlich schnell. Aber was willst du machen? In Nahkampf komme ich halt. Ich, ja. Ja, 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 ja. Wo ist denn der? Warte, ich guck. Ja, ich höre ihn gerade da hinten irgendwo laufen. Beide draußen. Hab einen. Nice, und jetzt auf den anderen. Das ist, ich hab den mit Officer. Ja, ich also weiß, die ich weiß. Pumpe ich lebt. Weiß. Ja. Okay. Letzte Sekunde. Er kommt jetzt hier um die Ecke. Der ist hier neben mir schon! Ich dachte, der wäre unten. Da ist er doch. Wo? Da, direkt über dir hat er gerade seinen Mann, hat mich gerade gelootet. Ja, Problem ist, ich habe keinen. Siehst du, einmal wieder was anderes eingepackt. Ah! Nice, Mark. Was hatte er denn für einen Plan? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ein Terminus und ein Uppercut für dich. Uppercut habe ich. Siehst du, und deswegen ist halt, ne, die scheiß Blutmunition, ja, wenn du einen triffst, blutet er zwar, aber anders hätte ich ihn jetzt durch die Decke wegfächern können. Ja, hast du seinen Mantel aber gesehen oder was auch immer da durchgeguckt hat? Nee. Ich habe dann irgendeine Bewegung gesehen nochmal. Ja, die ist weg, die Dings. Was hatte sie denn da gerade vor? Also, ne, sie hat Bounty, macht Sicht und dann keine stoppt. Ahnung. Sie, oder ob sie irgendwie Leck hatte oder was? Keine Ahnung, was sie da. Die hat, glaube ich, hat die gelootet? Nee. Keine Ahnung, vielleicht beim Looten erschossen worden oder so. Deswegen mache ich das nicht so gerne, Muni tauschen, weil ich vor sowas echt Angst habe. Ja. Und es ja, passiert ja, einfach. Und jetzt ist ja es passiert. Hast du auch gesehen in der Runde mit Daniel, da war ja meine Lebelle dann auf einmal auch weg. Ja. Ja, jetzt ist sie weg, weg. Ärgerlich, mega ärgerlich. Das ist uns schon ganz oft passiert, dass meistens im Gebäude irgendwo erster Stock, du tauschst die Waffen aus, um Munition zu tauschen, beziehungsweise Munition voll zu bekommen und dann ist die Waffe weg. Das ist super ärgerlich und deswegen mache ich das eigentlich nicht mehr im Haus. Das ist zum Glück ein einziges Mal jetzt mit der AFTO passiert und danach nie wieder. Weil ich das halt so nicht mehr gemacht habe. Aber Marc hatte das schon öfters und ja, es ist halt mega ärgerlich. Das sollte man echt aufpassen. Dann kriegst du halt so eine Lulli-Waffe anstattdessen eine AFTO. Ärgerlich, als der über mir gesessen hat. Ich hätte einfach nur hochschießen müssen mit der AFTO und er wäre tot gewesen. Stattdessen drücke ich ab und es passiert nichts. Übel. Der eine, der unten vor dem Schiebetor saß, wo wir den Boss gemacht haben, da habe ich nur den Kopf gesehen und er hat auch einen Hitmarker. Also ich habe einen Hitmarker bekommen, ich habe ihn mir auch getroffen, aber ist nicht umgefallen. Keine Ahnung, was das Spiel sich da gedacht hat. Wahrscheinlich habe ich ihm das Ohrläppchen weggeschossen. Aber ich glaube kaum, dass das Ohrläppchen einen Hitmarker hat. Da bin ich mir sicher, dass es das nicht gibt. Ärgerlich.
Ja, die zwei, die unten reinkamen mit der Nate, die haben das gar nicht gehört, dass ich die Nate gezündet habe, weil die waren so beschäftigt und die haben so viel Zeug geworfen, dass sie das echt nicht gepeilt haben. Da habe ich beide geholt, das war ein bisschen glücklich, das passiert auch nicht so oft. Ja, den letzten da, keine Ahnung. Den einen, den hat Marc super weggeholt, den vorletzten, hat er richtig, richtig gut gemacht. Und den letzten, keine Ahnung, was der gemacht hat. Also, ich habe keine Ahnung. Der hat irgendwie nach unten geguckt. Ich weiß es nicht. Also, nach langem Überlegen, ich komme zu keinem Entschluss, was der für einen Plan hatte. Vor allen Dingen, der hat doch Marc gehört. Marc ist doch da gar nicht hochgeschlichen. So. Also, der war irgendwie wahrscheinlich ohne Headset unterwegs. Der war richtig krass. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich fand sie im Schnitt doch sehr unterhaltsam und ich musste mal wieder eine Träne verdrücken, als ich gesehen habe, dass die Auftour weg war. Die Runde ist nämlich schon, ich glaube, 2 oder 3 Wochen alt. Also kam vor dem Event, haben wir die gespielt. Ja, denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de könnt ihr jederzeit nutzen, den Teamspeak. Game.de auch gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Game Server, Web Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh pünktlich um 9:30 Uhr zum nächsten Video. Haut rein, tschüss!